Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich will ein Tiffany-Ring in einer Box aus pinken Velo. Für Monatsmieten Cash auf Hand für nur eine Frisur. Lipgloss so glossy, sie nennen mich ab jetzt Kim Glamour. Und mein Bestie shake den Booty zum Beat auf meiner Tour. Eventuell fragt ihr euch jetzt, was ist denn das für ein Song? Den habe ich ja noch nie gehört. Das liegt daran, dass der noch gar nicht draußen ist und dass es mein Song ist. Aber nächste Woche ist es soweit. Es ist schon so lange her, dass ich umgedrehte 8 gedroppt. Ich bin so uncool, ne? Gedroppt habe. Und das hat mir damals ja schon richtig Spaß gemacht. Und dann habe ich einen Plattenvertrag bekommen und jetzt bin ich ja bei Dagi im Label. Und das ist jetzt der erste Song, den wir zusammen veröffentlichen und ich bin sehr gespannt. Wir haben auch ein Musikvideo dazu gedreht. Ich liebe es ja, Videos zu drehen, ne? Das macht mir ja immer schon Spaß. Und ich habe ja auch schon so viele Musikvideos gedreht, aber das war halt alles immer so richtig Villo und Low Budget und so. Und jetzt habe ich so mein erstes professionelles Video gedreht und das hat richtig Spaß gemacht. Ihr werdet das auf jeden Fall auch noch sehen. Donnerstag um 23.59 Uhr kommt hier auf meinem Kanal das Musikvideo online. Freunde, ne? Wenn ihr es schafft, wach zu bleiben bis dahin, dann werden wir uns hier in der Premiere treffen und dann bin ich da. Wir schreiben ein bisschen und so, gucken uns das zusammen an. Ich bin so gespannt, was ihr dazu sagt. Ich habe euch auch mit zum Musikvideo genommen, also ich habe da so ein bisschen gefilmt und so. Ihr werdet da auf jeden Fall richtig geile Einblicke bekommen. Es wird jetzt richtig spannend. Wenn ihr das Video seht, ist hoffentlich 18.30 Uhr sonntags, da kommen ja mal die Videos. Ich fahre jetzt Dienstag mit Adi nach Köln und wir fliegen Dienstagnacht dann um 4 Uhr irgendwas nach Santorini. Auch ein Musikcamp, wir werden da auch nochmal richtig viel Musik machen und halt auch den Song-Release feiern. Der Song heißt übrigens Powerpuff Girl und der wird einfach gute Laune. Wir brauchen ein bisschen gute Laune. Deswegen hoffe ich, liefere ich die euch. Folgt mir auf jeden Fall auf Instagram, damit ihr nichts verpasst und damit ihr alles seht und so. Wir haben auch so coole Bilder gemacht, ihr werdet es noch sehen. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, ne, das wäre auf jeden Fall richtig geil, könnt ihr auf den Pre-Save-Link, also so den Vorspeicher-Link, da könnt ihr auf jeden Fall schon das Cover sehen von dem Song. Das hat noch niemand gesehen. Und dann könnt ihr den Song direkt hören, wenn er raus ist. Der wird direkt dann bei euch angezeigt und so. Ja, ich bin sehr aufgeregt. Deswegen müssen wir jetzt erstmal meine Seele beruhigen. Und das geht am besten mit Waffeln. Oder halt andere Dinge, die man in ein Waffeleisen tut. Ich habe hier natürlich nicht an Kosten und Mühen gescheut. Ich habe hier einmal ein super süßes kleines Mini-Waffeleisen. Ich wusste gar nicht, dass es so viele verschiedene Arten von Waffeleisen gibt. Aber es gibt ja auch viele verschiedene Tiere. Und auch viele verschiedene Waffeleisen gibt. Scheiß drauf, wir machen heute keine Waffeln. Warum funktioniert das nicht? Lava nicht. Oh mein Gott, das ist ja richtig mini. Schon mal so ein süßes kleines Waffeleisen gesehen. Oh mein Gott, ist das süß. Ich werde mich heute den ganzen Tag nur von Dingen aus diesem Waffeleisen ernähren. Nachdem das letzte Mal, ja, es war schon fail mit dem Toaster, ne? Das war schon alles nicht so geil. Ich hoffe, heute wird es einfach geiler und die Sachen schmecken besser und ich kann mich besser ernähren. Ich habe hier auch noch so ein Bubble-Waffle-Waffeleisen. Das werden wir später auch noch ausprobieren. Und wir werden natürlich nicht einfach Waffeln machen, sondern wir werden andere Dinge in diesem Waffeleisen machen, weil sonst hätte ich ja einer in der Waffel. Mein Body ist eine Waffel und ich shoot. I'm befinding me in a very nice Einkaufszentrum. Hier gibt es hoffentlich alles, was wir brauchen. Ich habe auch einen richtig kranken Einkaufszettel geschrieben. Seitdem ich das iPad wieder habe, ich benutze das für alles, Leute. Ich sitze auf dem Klo, ich brauche Klopapier, ich habe das iPad. Also ich nehme jetzt einfach erstmal so ein paar Sachen mit und dann probieren wir einfach alles aus. Ey, diese Dinger, die sind wirklich mein Leben, ne? Und ich glaube, wir probieren einfach mal aus, so ein Zimtschneckending in das Waffeleisen zu tun. So von der Größe her passt das auch. Und ich stelle mir das so geil vor. Das hört sich für mich schon nach einem grandiosen Frühstück an. This is perfect. I am back home und ich war schon wieder 1,5 Stunden einkaufen. Aber ich habe auch eben gerade richtig geile neue Influencer-Produkte gefunden. Und da habe ich direkt welche mitgenommen. Da habe ich direkt, ne? Ihr wisst, dass zu einem Video kommt. Und jetzt, ich brauche heute gar keine Küche. Ich mache es mir einfach richtig bequem in meinem Wohnzimmer. Oh, nur dieses Waffeleisen hier. Das stecke ich im extra Boah. Jetzt ist gerade sogar extra nochmal abgewaschen, damit der Geschmack nicht verfälscht wird. Weil ich habe immer den Hang dazu, Sachen nicht zu waschen, bevor ich sie benutze. Und auch bei Bettwäsche und so. Ich benutze das dann und dann kriege ich überall so Hautausschlag. Und dann beim nächsten Mal mache ich es trotzdem nicht anders. Das mit dem Eyelids. Es riecht doch schon sehr nach. Was ist das? Chemie? Physik? Ich weiß es nicht. Was das letzte Mal mit dem einen nicht so geil geklappt hat, würde ich das auf jeden Fall noch einmal ausprobieren. Ih, was ist hier dran? Ich wasche auch nie richtig ab, Leute. Ich bin wirklich nah. Irgendwann ziehe ich wieder zurück zu meiner Mama. Also letztes Mal habe ich ein Rührei gemacht, aber theoretisch könnten wir das doch auch einfach so, ohne dass wir das verrühren, da reintun, oder? Ich probiere das jetzt aus. Oh, what is going on? Ich habe hier auch gar keine Geschwindigkeitsregelung oder Lautstärkeregler. Ich meine, es sieht irgendwie schon richtig satisfying aus. Okay, ich mache das jetzt einfach zu. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Also ich kann keine Temperatur einstellen, wollte ich sagen. Es dampft unnormal krass. Hier kommt so viel Dampf raus. Okay. Alter, es hebt sich aber auch so ein bisschen an, ne? Muss ich sagen. Oh, wow! Ich lasse noch ein bisschen. Dieses Mini-Waffeleisen gibt wirklich alles. Guck mal, das schwitzt sogar richtig am Rand hier schon. Ich glaube, okay. Yes! What is happening? Ich finde, das sieht geil aus. Ich finde die Form ja geil, ne? Ich habe auch ein Handtuch, das so eine Form hat. Das sieht schon mal so 1 Milliarde Mal besser aus, als das, was ich im Toaster gemacht habe. Ich werde, glaube ich, nie wieder eine Pfanne zum Eiermachen benutzen. Hat schon irgendwie so eine geile Konsistenz und sieht irgendwie voll so juicy aus. Ich glaube, ich habe eine neue Geschäftsidee. Also, okay, bevor ich die mit euch teile, möchte ich hier erstmal den Geschmackstest machen. Also, das Auge isst ja immer mit und ich finde, das Auge bekommt hier schon mal richtig was ab. Nein, wie geil.
Ich werde wirklich nie mehr. Boah, schmeckt ja so krass. Boah, das wird ein guter Tag. Ich hätte niemals gedacht, dass das so lecker wird. Das schmeckt nicht trocken. Das schmeckt irgendwie so. Das schmeckt so geil. Das schmeckt wie eine Wolke. 10 von 10 hat gewonnen. Das reicht. Ich werde heute nur noch Eier daraus essen. Okay, jetzt kann ich euch von meiner Geschäftsidee erzählen und die wird aufgehen. Wenn das jemand nachmacht, ne? Ich schwöre, ich zeig euch an. Ich mache einen Store auf. Der nennt sich Waffle It Up. Merkt euch den Namen jetzt schon mal. Und da werde ich auch einfach nur Sachen anbieten, die im Waffeleisen gemacht werden. Nein, ich habe noch eine bessere Idee. Der Laden heißt trotzdem Waffle It Up. Man hat so Tische und in den Tischen ist so ein Waffeleisen verbaut. So ein Mini-Waffeleisen. Wie bei Raclette, man kann sich so, oder kennt ihr diese Hotpot-Sachen oder diese Korean Barbecue? Da kann man sich auch so Sachen bestellen, ganz viele rohe Sachen. Und die kann man dann so in so einer Pfanne oder in so einem Wok vor sich braten oder, ja. Und man kann sich dann halt so aussuchen, was man alles bestellt. Zum Beispiel ein Ei. Und dann kann man sich das so selber machen. Das ist ja eigentlich total dumm, die Idee. Ich denke, braucht man ja auch eigentlich gar nicht rausgehen. Aber doch, es ist so interaktiv. Checkt ihr, würdet ihr kommen? Schreibt mal bitte in die Kommentare, ob ihr so Waffle It Up kommen würdet. Das erinnert mich sehr an meine Kindheit, denn früher, als meine Eltern noch zusammen waren, hatten wir die immer. Und dann, als meine Mama so Frühstück vorbereitet hat, dann hat sie mich früher immer gerufen und meinte, und dann wusste ich, das war der Moment, weil ich durfte das immer aufmachen, weil das so aufknackt. Deswegen heißt das auch Knack und Back. Und dann durfte ich das immer so aufmachen, weil mir das so Spaß gemacht hat. Hihihi. Aber als ich klein war, gab es noch nicht so. Früher gab es davon noch keine Zimtschnecken. Ich glaube, damit kann man wirklich die einfachsten. Warte mal, ich muss das in 6 Teile teilen. Warte, wenn ich 1, habe ich 2, 3, 4, 5. Okay. Wow, okay. Und auch hier, see you in a second. Boah, es fängt direkt hier an zu brutzeln und burnen. Ich lasse das jetzt einfach von selber runtergehen. Nee, ich drücke doch ein bisschen. Boah, irgendwie hört sich das jetzt schon geil an. Es satisfied mich so krass. Drücke ich es zusammen? Ich kann es eh nicht richtig zusammen machen. Ich glaube, das muss da jetzt wirklich... Okay, kann sein, dass das doch nicht gut wird. Oh mein Gott, das riecht so krass nach Zucker. Zimtschnecken. Wow. Das macht einfach keine Geräusche mehr. Und es ist einfach richtig weit nach oben gegangen. Oh shit, das sieht krass aus. Meine lieben Damen und Herren, das sieht heftig aus. Ich glaube, ich muss das hier aber auch noch... Ich hoffe, es behält die Form. Schauen wir doch nochmal hier rein. Okay, 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 okay. Es sieht sehr geil aus. Es ist so perfekt. Die Farbe ist perfekt. Es sieht aus wie der leckerste Snack, den ich je gesehen habe. Die Konsistenz hier, okay, ich will es einfach probieren. Was? Das ist au heiß. Und das ist das Küchengerät der Zukunft. Freunde, es ist vorbei. Es ist over. Hier noch eine Kugel Vanilleeis drüber. Noch ein bisschen so irgendwas. Was? Hä? Es ist so soft innen drin und außen so knusprig. Das ist der Shit. Ich mache wirklich keinen Spaß, ne? Wir fliegen jetzt Dienstag nach Santorini und ich nehme das mit. Das ist ja auch noch so klein, das passt in mein Handgepäck. Andere nehmen so Powerbanks oder so mit. Ich werde safe das mitnehmen. 6,5 Stunden später. Es ist Zeit für das Mittagessen und das, was jetzt kommt, ich crave das. Ich schwöre, als wäre ich schwanger und hätte da so Bock drauf. Es ist so ein richtiges Craving, so dieses Wort craven. Das beschreibt das auch so, weil ich will das so unbedingt essen. Ich habe dieses Video auf Instagram gesehen und seitdem spielen meine Hormone verrückt bei dem nicht. So, nein, ich kann ohne diesem Ding nicht leben. Ich muss das unbedingt probieren. Jetzt mal benutzen wir diese Art von Waffeleisen. Ich habe wirklich echt viele, ne? Und ich habe Sushi-Reis schon mal vorgekocht. Habe hier Avocado in Würfel geschnitten, Lachs und Zwiebeln in Würfel geschnitten. Und hier sind unsere anderen Werkzeuge, die das, glaube ich, auch nochmal richtig lecker machen. Die Zutaten stimmen schon mal alle. Ich hoffe, das ist jetzt nicht nur so ein Fake und es sieht nur geil aus. Aber ich bin so guter Dinge, weil jetzt würde ich mich nicht beschweren. Ich nehme jetzt einfach so ein bisschen von diesem Sushi-Reis. Oh, Ding. Ich weiß nicht, wie dick ich das machen muss. Alter, das reicht nur für eine Waffe, diesen Sushi-Reis. Ich habe voll viel gekauft. Ich bin so gespannt. Hier kann man es sogar auch einstellen. Das Gute ist, wir müssen nicht so lange... Hier nicht gleich mein Rauchmelder angeht, dann weiß ich auch nicht, Alter. Das sieht aus wie ein Schornstein. Wollen wir schon mal rein? Nein, wollen wir nicht. Ja, das muss noch. Wir lassen das erstmal chillen. Ein paar Sekunden später. Es wird nicht braun. Was soll die Scheiße? Ich warte jetzt wirklich schon 4 Minuten. So ungeduldig, ne? Aber warum kommt da pausenlos so viel Dampf raus? Ist das normal? Ich weiß es nicht. Wir brauchen Geduld. Es ist jetzt auf höchster Stufe. Ich warte jetzt einfach 10 Minuten. 12 Sekunden später. Ich schwör's euch, es sind 15 Minuten vergangen. Und sie wird einfach nicht brauner, ne? Die wird nicht. Das ist ja unbefriedigend jetzt. Sah ja so viel geiler da aus, ne? Das macht mich ja jetzt richtig aggressiv hier. Vielleicht ist die unten? Nee, aber okay. Ich möchte, dass sie so knusprig, lecker braun, goldgelb, lecker Pommesfarbe. Ich bin gerade fast eingeschlafen, jetzt bin ich wieder wach und jetzt schauen wir da nochmal rein. Okay, okay, doch, doch. Scheiße, man muss einfach super viel Geduld haben, ne? Wieso geht denn das nicht wärmer? Das ist da jetzt wirklich schon viel zu lange drin, wenn ich das jetzt noch weiter da drin lasse. Dann würde das einfach nur noch ein frostiger Kartoffelchip sein. Ja. Doch, sieht schon tasty aus, oder? Ich glaube, es ist sehr crunchy. Scheiße, es ist zu sehr crunchy. Hä, okay, die haben das da reingemacht, ne? Dann kam das da richtig geil raus. Dann haben die da Lachs... Ich bin sauer. Wir belegen die jetzt erstmal. Guck mal, wenn man sowas in einem Laden kaufen könnte, wäre doch auch krank. Ich sag's euch, ein Waffelladen, in dem es aber keine Waffeln gibt zu eröffnen. Ich glaube, das ist das Ding. So, Avocado for the taste, for the look, for the wow effect. Tatsuya.
Table. Jetzt kommt safe das Leckerste, die Soßen. Ich glaube, ohne Soße wäre das jetzt richtig scheiße. Aber ich brauche einen Mann. Spaß, ich kann das sowas von alleine. Doch nicht. Boah, das riecht schon richtig geil. Das ist so eine Teriyaki-Soße jetzt einfach. Die mache ich jetzt hier so drauf. Okay, es ist überall hingekommen, außer auf die Waffel. Ein bisschen Mayonnaise. Ja, doch, das ist gut. Das sieht gut aus. Das sieht geil aus. So. Wow. Ich habe auch noch richtig geile Topping. Oh, ah, toll. Ja, da stand Press drauf, Digga. Kann ich eigentlich irgendwas? Aha, cool. Okay. Jetzt sind wir offiziell fancy. Jetzt habe ich sogar noch so Algenblätter. Sheesh. Boah, das ist das Krasseste, was ich jemals gekocht habe, ohne es zu kochen. Also das sieht doch geil aus, oder? Also das sieht wirklich, ich finde das bezaubernd. Krass. Wenn mir jemand sowas auftischen würde, dann hätte ich einfach nur Respekt. Mad Respekt. Okay. Scheiße, ich hoffe, das ist nicht zu... Oh, mein Gehirn fliegt gleich raus. Aua, das ist Training für deinen Kaumuskel. Also, scheiße, das ist viel zu hart geworden. An sich schmeckt das übel geil. Aber irgendwas habe ich mit dieser Waffel verkackt. Es ist zu hart. Es ist, Mann. Ich krieg hier Schmerzen an meiner Schläfe vom Kauen. Meins ernst. Alter, es wäre so lecker eigentlich. Die Reiskörner fühlen sich so an, als wären die nicht gekocht worden. Als wären die in ihrem Anfangsstadium. Ich frage mich, wozu habe ich die gekocht? Eigentlich liebe ich crunchy Sachen, aber das ist ein bisschen zu crunchy. Hello and welcome to this wonderful evening. Ich merke heute erstmal so richtig, dass... Hä? Eine Möwe? Ich denke, ich bin in Hamburg oder so, ne? Das ist ganz komisch. Hier fliegen einfach manchmal Möwen lang. Es ist einfach den ganzen Tag hell. Es ist... Oh, ich habe so Muskelkater, ne? Unfassbar. Was ist das denn einfach für ein Videodreh, ne? Ey, ich habe da so ein bisschen getanzt. Also ein bisschen viel getanzt. Ich schwöre euch, krass Muskelkater. Deswegen, es wird sich sehr lohnen, sich das Musikvideo anzugucken. Und haha! Are you ready, guys, for this wonderful last meal of the day? Auf der Verpackung steht, dass es 180 Grad rotatable ist. Warum? Also ich kann es zwar umdrehen, aber ich verstehe nicht, wozu das Sinn macht. Was dann, oh, es wird gerade schon heiß. Das Ding ist, da sind richtig crazy, ne, Löcher drin. Vielleicht deswegen geht der Teig überall hinfliegen. Ach so, deswegen. Ich habe dieses Video gesehen und ich war so, no way. You kidding me. Das sieht aus. Wir sind halt einfach wirklich gefriergetrocknet, tiefgefroren. Ich weiß noch, als ich in Australien und in Amerika war und da alles so auf Englisch war, da stand immer Waffle Pommes und da waren immer die mit gemeint. Ich finde es nicht waffelmäßig, ne? Wir machen jetzt die richtige Waffle Pommes. Also ich mache jetzt einfach mal zwei Schichten dieser Netzkartoffeln drauf und ich habe auch extra so einen Cheddar gekauft, weil das so richtig würzig, aromatisch gelber Käse ist. Und der kommt jetzt einfach hier mit drauf. Nee, da sparen wir nicht, da sparen wir nicht, da wollen wir nicht sparen. Nee, Ich schwör's euch, keine Ahnung, ob das was wird, ne? Es sieht auf jeden Fall krass aus. Lass es jetzt einfach langsam zugehen. 12 Sekunden später. Ich drück das gerade mit meiner ganzen Kraft zusammen. Hey, cool, und jetzt kann ich es einfach umdrehen. Ey, nein, ich habe vorher kein Dings reingemacht. Yeah. Ey, jetzt müsste das eigentlich nur noch zusammenhalten, gedrückt werden. Okay, ich glaube, oh mein Gott, ich brauche irgendwas. Ich brauche was. Ich mache das mit Geschenkband fest. Was meine Nase da gerade zu riechen bekommt. Leute. Ui. So. Ich schwör's euch, ich glaube, das ist der Cheddar Cheese, der so geil riecht, aber woo. Okay, for the day. Ich mag das Video. Falls du auch das Video magst, dann zeig mir das doch einfach mal, indem du auf den Like-Button drückst. Hier am Rand, da ist schon cheesy, da ist schon crazy, da ist schon muskulär, Alter, what? Liebe Essensexperimente, ich könnte das den ganzen Tag machen, ne? Warum hat man das nicht in der Schule gemacht, Alter? Auf kreativen Weg kochen, Alter, scheiße, jetzt krieg ich das Geschenk mal nicht auf. Parkour. Ich befreie dich, Waffel. Hey, wollen wir reingucken? Ich trau mich gar nicht. Die müssen halt auch eigentlich 15 bis 20 Minuten in den Ofen. Also, als ob das jetzt so schnell geht, oder? Was? Okay. Da geht schon einiges, du. Ich habe den Käse gar nicht mehr gesehen. Der hat sich mit der Waffel vereinigt. Oh, damn. Okay. Ey, da hat auch schon wieder ein Druck drauf hier, ne? Das ist wirklich, ne? Die Eisenbahnindustrie, die ist hier schwer begeistert von dem, was ich hier mache. Boah, krass. Ja! Wenn das jetzt doch krass wird, dann... Voll das perfekte Kissen direkt hier gewesen. Dann macht mein Leben einfach wieder Sinn. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Oh, damn. Okay, krass. Sheesh. Was ist das denn? Oh mein Gott. Hier hat sich auf jeden Fall einiges an Öl gesammelt. Das Gesündeste ist das auf jeden Fall nicht, aber vielleicht das Leckerste. Das sind einfach so Mini-Käsebällchen auf der Waffel entstanden. Das ist von einem anderen Planeten. Das sieht doch gestört aus, oder? Die sind so crispy. Ich muss es probieren. Es könnte wirklich sein, dass es das leckerste Video meiner Laufzeit hier ist, ne? Muss ich sagen. Wie soll man das essen? Okay. Wow. Wie kann etwas so gut schmecken wie random Kartoffeln und Käse zusammen? Krass. Oh mein Gott.
Warum habe ich das noch nie in meinem Leben gemacht? Ich kann jetzt ruhigen Gewissens Kinder bekommen, weil ich weiß, ich kann denen was auf deren Weg mitgeben. Boah, hä? Das ist unbeschreiblich geil. Ich finde es richtig geil. Die Kartoffeln sind auch so knusprig geworden. Das ist halt krass, weil ich habe ja kein Fett dran gemacht. Hätte ich die im Backofen gemacht, die wären niemals so knusprig geworden. Ich bin aus dem Häuschen. Ich kann gar nicht aufhören, das zu essen. Ich kann gar nicht mehr reden. Okay. Dieser Test ist 100-mal auf einmal bestanden. Meine lieben Freunde, das war das geilste Video. Boah, das hat mich so befreit. Es war so... Boah! Ich glaube, es kann gar nichts toppen. Ich bin aber gespannt. Ich werde nächste Woche auf jeden Fall die Influencer-Produkte testen. Ich habe da sehr viele Produkte für gekauft, wenn ich die jetzt schon hier sehe. Ich bin sehr gespannt. Und Freunde, ich habe noch diesen Ben & Jerry's Cookie Dough gekauft und ich werde versuchen, den auch in diesem Mini-Waffeleisen zu machen. Das werde ich aber auf TikTok machen. Deswegen, falls ihr Bock habt, was passiert, wenn man das hier reinlegt und dann runterdrückt, ja? Dann checkt auf jeden Fall mal meinen TikTok ab. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Macht es auf jeden Fall nach. Und ich freue mich sehr auf nächste Woche. Ja, Mann, das ist ein richtig cooles Projekt mit der Musik. Das macht richtig Spaß und das erfüllt mich richtig. Kurzer Deep Talk, weil ich das so richtig lange Zeit nicht machen konnte, weil bestimmte Menschen ja, das nicht gefeiert haben und ich mich sehr einschränken lassen habe. Jetzt ist alles ein bisschen anders. Sehr viel anders. Was für ein bisschen. Das ist alles anders. So geil. Und ja, Mann, wir sehen uns auf jeden Fall Donnerstag um 23.59 Uhr hier bei dem Musikvideo. Pre-saved schon mal den Song. Das würde mir sehr viel bedeuten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace. Haut rein.